ich bin Daniel von Tablet.de und heute habe ich mal wieder was Exklusives für euch, denn das ist die Nikon Coolpix S800C Kamera, die mit Android betrieben wird und das ist das weltweit erste Unboxing-Video dazu. Also, ich würde mal sagen, wir packen sie mal aus und schauen uns zuerst mal, was sie denn so kann. Also 16 Megapixel Auflösung, 1080p kann sie auch aufnehmen, aber 10-facher optischer Zoom, GPS hat sie eingebaut, WLAN auch und natürlich Android. Und deswegen interessiert sie vor allem uns, denn Connected Cameras sind ja das Top-Thema. Zumindest seitdem Nikon damit angefangen hat, hat auch Samsung eine Galaxy-Kamera rausgebracht. Und ich würde mal sagen, wir packen das mal aus. Also das ist die Kamera. Übrigens vielen Dank an die Jungs von Nikon Deutschland, dass es so schnell geklappt hat. Kamera schauen wir uns gleich mal an. Sehr, sehr schick in weiß. Das ist der Akku. Schauen wir mal an, welche Daten er hat. 1050 mAh, also für ein Android-Smartphone recht wenig. Aber wir haben ja kein 3G-Modul da drin, also sollte es ganz gut halten. Dann haben wir hier ein USB-Kabel, damit ihr die Fotos synchronisieren könnt, aber auch natürlich zum Aufladen. Das ist hier kein Micro-USB, sondern so ein proprietärer Anschluss. Okay. Und dann haben wir hier das Netzteil. Steckt man dann so mit diesem Adapter, nehme ich mal an, in die Wand. Wird dann so zusammengeklippt und dann ist hier der USB-Ausgang. Dann kommt da das USB-Kabel rein. Das war es im Grunde auch schon in der Box. Mehr gibt es nicht zu sehen, deswegen packen wir sie mal zur Seite und schauen uns mal an, was die Kamera so zu bieten hat. Also erstmal würde ich mal sagen, Akku rein. Ist wie immer unten und da sieht man, hier kommt auch die SD-Karte rein. Ich glaube, es werden SDXC-Karten akzeptiert, also bis zu 64 GB momentan. Und ja, hinten 3,5 Zoll Bildschirm, AMOLED-Technologie und leider Pentel, wie ich erfahren musste. Starten Sie mal und da sieht man, das ist so ein bisschen grisselig, aber nur wenn man genau hinsieht, in normalem Gebrauch sieht man das nicht. 640x480 Pixel ist die Auflösung. Schauen wir uns gleich mal genauer an. Erstmal gehen wir um das Gerät herum. Oben keine Anschlüsse, aber wir haben hier diesen Zoom-Knopf. Wie man sieht, nach rechts wird es reingezoomt und nach links rausgezoomt. Und hier natürlich der Auslöseknopf. Dann An- und Ausschalter. Auf der rechten Seite HDMI. Und zwar Micro-HDMI, ihr könnt also die Bilder und die Videos an den Fernseher schicken. Dann hier dieser proprietäre USB-Anschluss. Und da könnt ihr eure Handschlaufe, die übrigens auch mitgeliefert ist, rummachen. Dann unten noch so ein Stativgewinde. Akku habe ich euch gezeigt, links keine weiteren Anschlüsse. Dann schauen wir uns mal die Front an und man sieht hier dieses schöne, weiße, glänzende Design. Sieht für mich sehr gut aus. Die Kamera ragt so ein bisschen raus natürlich, aber klar, ein Objektiv braucht nun mal Platz. Hier zum Vergleich das HTC Desire X und das ist natürlich halb so dünn, aber es ist ja auch eine Kamera. Ja, vorne Xenon Blitz, die Fokus-LED und zwei Mikrofone, wie ich annehme. Und so sieht es aus, wenn ich sie mal anmache. Oder? Ja, so sieht's aus. Jetzt ist sie an und natürlich die ganzen Schriftzüge. Ja, gehen wir mal ins Kameramenü, das ist, denke ich mal, am interessantesten. Also, wir haben hier ein Touchscreen und können da natürlich Belichtungskorrektur und so weiter einstellen. Wir können auch den Blitz auf automatisch stellen etc. Aber, und natürlich auch fokussieren. Wenn ich hier irgendwas hinlege und einschalte, wird ziemlich schnell ein Foto davon gemacht. Sehr, sehr schön, können aber natürlich auch mit diesem Knopf hier fokussieren. Das geht natürlich genauso. Ja, gehen wir mal aus diesem Menü hier raus. Schauen, was es für eine Android-Version ist. Ich befürchte, das ist Gingerbread. Und ja,
Es stimmt, leider. Also, Nikon, ihr seid irgendwie so 2 Jahre zu spät. Wie alt ist Gingerbread schon? Ist, glaube ich, 2 Jahre alt. Im Moment ist 4.1 draußen, das ist 2.3. Und 4.2 wird schon sehnsüchtig erwartet und bald wahrscheinlich auch angekündigt werden. Also, ihr seht, ganz normales Gingerbread, ziemlich stock. Ja, der normale Musikplayer ist dabei. Der Play Store, ihr könnt also auch Apps darüber kaufen. Jetzt im Moment haben wir keine WLAN-Verbindung. Und ihr könnt natürlich auch YouTube-Videos schauen, etc. Also das funktioniert alles ganz gut. Ihr könnt damit sogar navigieren. Denn man kann ja bei Google Maps die Karten ja auch vorab auf das Gerät laden. Apropos laden, hier sind 1,7 GB Speicher frei. Das heißt, ihr braucht erstmal, um anzufangen, keine SD-Karte zu kaufen. Es geht also auch allein schon mit dem internen Speicher. Ansonsten zu den Daten. Wir haben hier einen ARM Cortex A9 Prozessor. Leider keine nähere Infos dazu. 512 MB Arbeitsspeicher und damit läuft es relativ flüssig, wie man sieht. Wo können wir noch reingehen? Es gibt ein paar Apps, die Nikon mitliefert, zum Beispiel diese My Picture Town. Ist wahrscheinlich so ein Fotosharing-Dienst. Und ansonsten noch hochladen. Damit könnt ihr eure Fotos aufs Android oder auch, glaube ich, iPhone Smartphone schicken. Funktioniert. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist ja gerade erst ausgepackt. Probiere ich aus und sage ich euch dann im Testbericht. Kommt in Farben Schwarz und Weiß und kostet derzeit um die 380 € bei Amazon. Und ob es sich lohnt, dieses Gerät zu kaufen, das erfahrt ihr in unserem Testbericht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert den Channel, denn ihr wollt ja den Testbericht nicht verpassen. Und das ist die Nikon Coolpix S800C Kamera. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.